So, wir sind am Hefeteighäschen machen. Und so sehen unsere Exemplare jetzt aus. Das ist meins. Und das sind deine. Da müssen wir noch hier ein paar, noch die Augen ranmachen. Also hier und hier. Ein Auge. Ja. Und du bist fleißig. Und machst das sehr schön. So sieht das jetzt aus. Und es kommt jetzt in den Ofen. So sehen jetzt die fertigen Häschen aus. Ich habe, also hier, das ist blau, das ist eine Farbe. Ich habe das aus Versehen falsch gelesen. Es war nur Farbe und kein, ja, so, was man halt so schmücken kann. Ich habe das schon abgewiesen. Und eins fehlt schon, denn das ist ein Osterkörbchen von der Oma an den Opa drin. Steht's? Ja. Ja. Wir sind im Auto. Hallo Lea. Und da ist mein Spatzi. Mama, tschüss. Wir haben gerade tschüss gemacht. Tschüss. Oh, er ist so süß. Ja, wir sind auf dem Weg zur Oma in den Garten. Und ja, das ist das Osterkörbchen von meiner Mama und Uwe. Hier sind die Teile, die wir gemacht haben. Sieht süß aus. Dann ist jetzt nochmal bei Opa drin und holt einen Brenner und ein bisschen was zum Schneiden. Denn meine Mama hat gefragt, ob er die Dachpappe, also so ein paar Sachen vom Dachpappe, vom Dach ein bisschen reparieren kann. Ist nur ein bisschen blöd, weil der Kleine gerade mitten in der Sonne sitzt. Es ist sehr warm. Angeblich sind es nur 15 Grad, aber es fühlt sich an wie 17, 18 oder so, keine Ahnung. Es fühlt sich warm an. Ich ziehe gleich mein Pullover aus, mir so warm. Ja. Und morgen ist Ostermontag und da wollen wir eine Radtour machen und picknicken. Stimmt's? Wollen wir das machen, Etienne? Oh, du hast noch eine Jacke an. Es tut mir leid, Spatzi. Ich war mir nicht sicher. Da sind wir angekommen bei der Oma. Ihr Chen wird jetzt ausgezogen, weil es nämlich sehr warm ist. Die Haare herrlich. Da ist Chen seine Rutsche. So, also. Ich seh's schon! Oh Mann, Spielverderber. Also, Mama und Uwe müssen jetzt ihr Päckchen, also ihr. Ihr Päckchen? Ja. Ihr Körbchen suchen, aber wie man gehört hat, sie hat es schon gefunden. Na doch, ich habe schon was gefunden. Ja, Mutti, dann machst du es ein bisschen spannender. Ja, dann machst du es ein bisschen spannender für Uwe. Na, ich muss ja meins suchen. Nein, ihr ja, habt nur eins. Ja. Ihr habt jo, eins. Dann lass ich Uwe suchen. Warte, ich muss mal deine Oster her. Auch mal alle zeigen. Der ist hochgehüpft, ja. Oh, toll. Danke, Frau Osterhasin. Danke, Frau Osterhasin. Oh, guck doch mal. Guck doch mal. Oh, Lind. Blind. Die Blinden von Lind. Und hier. Oh, guck doch mal. Lecker! Endlich was das zu essen. Aber, ich kann nicht mehr um 11. Okay, sind jetzt weiter. Eins und die, dann esse ich das. Lecker! So, komm. Ja, wir wollen gucken gehen, oder? Was denn? Papi, siehst du was? Ich komme nicht durch. Ha, wir haben was gefunden! Ich dachte, du warst so schlau, hast es vielleicht hinter der Schubkarre gestellt. Wir haben was gefunden! Ne? Yay! Yeah. Guck mal da! Oh! Guck mal hier! Da. Oh, gucke! Oh,
Poppy, willst du es abnehmen? Nö. Nö. So, jetzt müssen wir zum nächsten gehen. Jetzt müssen wir weiter gucken. Das ist für Mama natürlich. Das ist für Mami. Wieso, es gibt noch eine Mama? Hä? Es gibt wohl noch eine Mama? Haha. Naja. Mama Nadine, ja. Mama? Ja, Mama. Mama, es gibt kein... nur Ela eigentlich. Aber Oma. Nicht für euch. Ach, Oma, also. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Was hast du entdeckt? Oder? Ich weiß nicht, wo es hingetan hat. Ach nee, doch nicht. Es ist leer. Es ist leer. Ah, ich habe was gefunden. Da. Papi, mach. Der kommt natürlich nicht dran. Nee, der kommt nicht ran. Der kommt nicht ran, Schatz. Gibst du diesen Kleinen? Guck mal! Etienne, guck mal! Oi, das ist deine! Ja! Deine, ja! Jetzt muss man schon suchen. Papi? Soll ich halten? Ja, danke schön. Du suchst? Hier ist Eierlikör drin. Oh, da muss ich gleich nachprobieren. Wo hat denn der Hase das Bier versteckt? Da, das Bier, das Video. Wo hat die Bierflasche versteckt, hat der Hase. Achso, zurück. Oh! Und ihr Wurst sehr heiß. Achso? Oh! Da unten. Da muss man nehmen. Ich nehme den Kleinen, oder? Ja, das Köpfchen, du musst den Kleinen nehmen. Du hast mal die Kamera? Ich halte die Kamera. Komm her. Wow, der Hase ist ja gründlich. Oh! Da hast du dein Bier. Dass du da kein Durst hast. Oh! Dankeschön. Dankeschön, lieber Osterhase. Bitteschön. Das ist nur eine Kleinigkeit. Na, bei uns Fläschchen, auch. Oh, zwei Fläschchen gerade. Ich habe nicht gewusst, ob du das trinkst. Guck hier. Oh, was haben, was haben wir denn da vom Osterhase? Ja, prima. Nein, nicht in den Mund nehmen, Schatz. Ja, ein bisschen Sand ist ja dabei. Ja. Nicht in den Mund nehmen. Hier? So, guck ich hier, mach mal hier rein. Nicht in den Mund nehmen. So, und jetzt machen wir eine schöne Burg. Und rein. Und hier, Etienne, guck mal hier. Und. Tada! Prima! War ja so klar. War so klar. Hier. Ja, wir waren Ostereier suchen. Mama hat jetzt auch, wir haben unsere Ostereier gefunden. Und Daniel wollte das Dach reparieren, hat es aber abgefackelt hier ein bisschen. Jetzt war ein bisschen Panik hier. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Das habe ich auf Video. Das Loch, ja? Ja, auch. Habe ich gefilmt. Hey. So ist gut. Einmal frei. Jetzt nochmal von, bitte. Jetzt von innen. Oh, mein Schatz. Nee, der macht schon ganz vorsichtig. Ah, es brennt nicht. Ich guck mich hin. Schatz, Vorsicht. Kann man das auch oben drauf machen? Nee, das nicht nehmen. So, nächster Feuerfall war hier. Mann. Ich muss das alles festhalten. Jetzt ist es natürlich aus. Dann werden wir jetzt aufs Dach klettern. Du traust dich aber nicht wirklich, hä? Ich mach da jetzt so ein Stück drauf. Traust du dich, ja?
Aufs Dach? Silvia war schon auf dem Dach. Mit Sarah. Naja, dann. Was mit Sarah? Hm? Die hatten mal drüben auf der anderen Seite Dachrinne oder irgendwas weiter. Der Kleine schläft. Nee, weil der nämlich auch Holz ist. Du sagst das so einfach. Du hättest noch nicht die Wiener reinmachen sollen. Ja. Du hattest recht, Uwe. Die brauchen doch länger als 4 Minuten. Manche Leute, ich pass. Unser Abendessen ist schon vorbereitet, alles fertig. Ja. Etienne. Lea findet es auch toll. Du willst auch nichts wegrennen. Zum Ostermontag gibt es mal wieder eine kleine Radtour bei dem super Wetter. Ja, du siehst es nicht richtig, ne? Machen wir näher. Ja, es geht nur mal ein bisschen schlecht mit dem Fahrrad. Wieso? Zu schwer ist. Ja, natürlich. Oh, guck mal! Hey! Lea! Hat sich gerade gefreut. Oh. Ja, guck! Guck mal, total interessiert. Oh, wir fahren jetzt ein bisschen durch den Gotscherwald, so man versteht mich etwas. Ui, 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 ui. Haha. Ich komme. Heute ist hier so gut. Ah, er hat Hunger, deswegen halten wir jetzt irgendwo mal. Deswegen erfreut sich. Hat sich schon gerade gefreut, aber jetzt. Ja, wir gucken. Irgendwo gibt es dann die nächste Bank. Papi, wir machen eine Popo-Pause für Etienne. Ja. Deine über die Huckel, das tut ihm ganz schön weh. Haben wir jetzt festgestellt. Hey, achso, nicht wundern, er heißt hier so. Achso, man sieht es gar nicht auf der Kamera. Ja, also wir müssen hier mal gucken. Ich mache ein bisschen ein weicheres Kissen oder irgend sowas da hinlegen. Das ist zwar schon sehr weich, aber man kennt es ja selbst. Und so. Ach, jetzt sieht man es. Hier hat er sich ein bisschen verletzt. Er ist heute gestürzt. Ja, jetzt machen wir hier eine schöne Pause, Pferdchen. Eine Popo-Pause. Ja. Mach mal seinen Helm ab. Wir sind an der Gotsche. Zum ersten Mal mit den Tieren. Nein, nicht zum ersten Mal. An der Gotsche sehen wir zum ersten Mal mit den Tieren. Nein. Wir waren letztes Jahr auch hier. Nur nicht hier vorne bei dem Sand. Ja. Hier, Schnucki, ist noch ganz warm. Lassen wir erstmal. Ja, ja, ist sehr schön. Lea, komm her. Oh. Ah. So, wir sind auf dem Rückweg. Der Kleine
schon etwas ruhiger. Gerade nochmal sein Brötchen gegessen unterwegs. Hat auch gehalten. Also ich habe schon gedacht, er schmeißt irgendwann mal ab, aber. Nö. Nö. Lea gefällt auch. Und was haben wir auf dem Rückweg? Genau, Lea gefällt es auch. Guck, guck. Schnucki, du wolltest schon sagen. Bibichen. Bibichen. Ja, Etienne, der wird langsam unruhig. Hat ja. Keine Lust mehr. Ja. Er ist auch langweilig dahin. Ja. Ja. So, Nadine tut ihr Po weh, meine tut auch weh, aber ich fahre ja morgen wieder Fahrrad. Ne, prima. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Ja, Mädchen! Komm hier, lass es sauber machen. Man sieht so ein Feuchchen. Ja, jetzt sieht man es richtig. Wir müssen auch nochmal eincremen. Ja, mach ich sowieso. Willst du drehen? Oh nein, geht's nicht weiter. Prima. Und? Ui! Jetzt kann ich! Guck, guck! Die Hände auch klettern. Und rutschen. Na dann. Oh, da kommt er. Na los. Die. Langsam. Schön langsam. Stell dich doch erstmal mit dem Fuß hin. Na, ich bin doch da. Aber hinstellen erstmal. Der muss wieder 2 Stufen nehmen. Und? Und? Nicht mit dem Töpfchen. Er will mit dem Ball rutschen. Ha. Hui! Der Ball ist schon mal vor. Prima. Der ist ein großer. So lang. Warte, wir machen mal Mund sauber. So. Prima. Heute gibt es Grießbrei. Jupp. Hallöchen. Mein verschiebtes Geburtstagsgeschenk. Was ich mich selber geholt habe. Also, eins für heute schon. Hoffentlich ist es das auch.
Sassi. Zeig. Wunderschön. Lesezeichen. Und umhin. Und ich mache mich jetzt los und hole einen kleinen. Mein Schnuckibu. Schieb dich mal. Was ist das? Die sind dünn, die sind wie Papier. Lesezeichen. Ja, es ist wie Papier. Gerade eben hast du es auch noch gut hingekriegt. So, so und jetzt. Prima, super. Oh, das ist aber viel drauf gewesen jetzt. Ja, prima. Super. Wir sind auf dem Weg zum Spielplatz. Zum Großen natürlich. Jo. Ich habe ein Sandspielzeug mit, was zu trinken, einen kleinen Quetschschirm mit. Natürlich sein Nini. Hey, ja. Es ist wunderbares Wetter. Ja, es ist ein wunderschönes Wetter. Ich habe trotzdem noch eine. Das ist ja bloß ein Pullover. Ja, aber der Kleine hat halt noch eine Jacke und die Mütze drauf. Ja. Hi! Anders. Wir sind am Ende des Vlogs. Und ja. Ja. Wir hoffen, dass das Video diesmal funktioniert. So letzte Woche. Da kam es viel zu spät. Ja. Obwohl wir schon fertig waren. Also. Ja. Ganz normal, als wie immer. Jo. Ja. Der Kleine schläft logischerweise. Also ist schon nach 23 Uhr. Ja, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oh. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch.